Faustball hat eine lange Tradition in der Gemeinde Reichenthal. Und an diesem Wochenende trafen sich wieder die besten Mannschaften aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zum größten internationalen Faustballturnier. Wir waren bei den Finalspielen am Sonntag mit dabei. Zum 29. Mal fand heuer in Reichenthal das größte Faustballturnier Österreichs statt. 35 Mannschaften aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kämpften um den Sieg und lieferten sich ein Match der Sonderklasse. Das ist gegliedert in ein Herren-A-Turnier, in ein Herren-B-Turnier. Die 35 Mannschaften, die haben halt auch gestern schon bei strahlendem Sonnenschein ihren Bestes gegeben und um jeden Ball gekämpft. Und trotz des gesunden Wettkampfs, wenn man es so nennt, haben sie es nicht nehmen lassen, dass nachher im Zuge von unserer Players-Party in der Stockschützenhalle gefeiert haben, teils auf die Tische gestanden, tanzt haben bis in die Morgenstunden und ohne irgendeine Müdigkeit dann wieder da heim am Platz gegangen sind, trotz leichten Regen. Also ich sage halt, die zwei Tage, ob jetzt am Spielfeld oder in der Disco, Stimmung war on top. Ein großartiges Turnier, das nur durch die sektionsübergreifende Zusammenarbeit und vielen freiwilligen Helfern möglich gemacht werden kann. Es funktioniert halt nur, wenn alle an einen Strang ziehen. Wir sind in der Union Reichenthal Gott sei Dank in der Lage, dass auch verschiedene Sektionen zusammenhelfen. Also ohne Streiterei, Fußballer helfen dabei die Faustballer mit und umgekehrt. Und so kann man dann so ein Turnier in der Dimension auch veranstalten. Ja, Ludwig Schimpel, du bist natürlich ein Urgestein da in der Faustball-Szene. Du kennst die Mannschaften so gut wie niemand anderer. Wer ist denn da heute am Feld? Beim Herren-A-Turnier, sage ich mal, sind die zwei jungen, aufstrebenden Bundesliga-Vereine im Finale. Also von denen können wir so sicherlich in Zukunft einiges erwarten. Bei den Damen war es so, dass mit Reichenthal und mit Münzbach zwei Mannschaften im Finale waren, die beide um den Abstieg gekämpft haben in der Bundesliga letztes Jahr. Reichenthal ist oben geblieben, hat es geschafft. Münzbach ist im direkten Duell gegen Reichenthal dann knapp abgestiegen. Also war eigentlich auch auf höchstem Niveau von Österreich, kann man schon sagen. Der Sieg im Damenbewerb ging ins Müllviertel. Die Mädels der ersten Bundesliga aus Reichenthal wurden vom Heimpublikum beflügelt und holten sich verdient den ersten Platz der Faustball-Trophäe. Gratulation einmal, ihr habt es gewonnen, ihr habt den Sieg heimgebracht sozusagen. Also es war wirklich ganz eine tolle Sache für euch, oder? Es ist immer fest, wenn man gewinnt, natürlich umso besser, wenn man daheim vor einem heimischen Publikum einen Sieg heimbringen kann, einen Turniersieg. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben halt geschaut, dass wir das Beste rausholen und natürlich ist dann halt auch super on top, wenn man dann den Sieg holt. Wie ist euch denn gegangen beim Spiel? Ja, also gestern war natürlich strahlender Sonnenschein, heißes Wetter. Da kann man gar nichts sagen, da ist uns gut gegangen. Heute war es ein bisschen schwieriger natürlich mit den nassen Verhältnissen, aber da muss man die Abwehrleistung von der ganzen Mannschaft loben, das war super. Und auch unsere Schläger, der Angriff, also die haben Bälle da rausgeklappt vorne und auch verwertet, wo wir selber auch beeindruckt waren. Und da freuen wir uns natürlich schon auf nächste Woche auf den Saisonstart. Ja, an der Stelle möchten wir uns eigentlich auch noch bei unserem Trainer in Umdi bedanken und beim Unions-Sektionsobmann für die tolle Unterstützung und für das super Training auch immer. Auch bei den Herren siegte ein oberösterreichisches Team. Der DSG UKJ Froschberg erspielte sich in drei spannenden Sätzen den Titel. Gratuliere mal, es war ein spannendes Finale, oder? Wie ist es euch denn gegangen? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben gut angefangen. Dann haben wir leider in ersten Satz aus der Hand gegeben, knapp, obwohl wir vorne waren. Und dann im zweiten haben wir wieder Fahrt aufgenommen. Dann haben wir ein bisschen leichter gewonnen und im dritten haben wir es dann gerade noch umgerissen, das Ruder. Ja. Und heute auf Mühlviertler Boden zu spielen, hat das was auf sich? Ist das Publikum ganz besonders dabei? Ja, also Reichenthal ist jedes Jahr wieder ein Highlight. Und sicher ist klasse, weil im Finale schauen dann auch ein paar Leute zu. Und es ist nass, dann ist öfter mal ein Spektakel und es war eine super Partie. Ja. Spielt ihr gerne im Mühlviertel? Auf jeden Fall. Dadurch, dass Oberösterreich sehr groß ist im Faustball, sind viele Partien im Mühlviertel. Somit kennen wir die Untergrundverhältnisse sehr ganz gut. Also wir fühlen uns da eigentlich wieder heim.
die 29. internationale Faustballtrophäe in Reichenthal. Ein stimmungsvolles Sportwochenende mit tollen Mannschaften und viel Unterstützung von allen Seiten. Ganz herzlich möchte ich mich natürlich bedanken bei unseren Unterstützern, bei den Sponsoren, den Firmen und den ganzen zahlreichen freiwilligen Helfern aus den verschiedenen Sektionen und alle, ob ein Verein dabei oder nicht. Ohne die war halt das Turnier nicht durch vorbei, also recht herzlichen Dank.